Okay, wir gucken jetzt in die Packages rein. Bin sehr gespannt, was da angekommen ist. Wir haben hier einmal dieses Paket. Das ist einfach anders wild. Zerbrechlich. Was kann da drin sein? Und wir haben dann noch dieses Paket. Das ist ein bisschen schwerer. Ich weiß nicht genau, was hiermit passiert ist. Ich bin ein guter Bürger der Gesellschaft. Wirklich. Ohne mich würde die Gesellschaft zusammenbrechen. Und ich spreche hier wirklich aus Erfahrung. Hol den Tisch. Soll ich den Tisch holen? Aber ich muss den ganzen Müll dann darunter machen. Okay, okay, okay. Ich habe ganz viel Eistee. Ich habe das bekommen von Fana, die haben gegönnt. Also es ist sehr lecker, wirklich. Ich trinke das hier die ganze Zeit. Der Eistee ist Beste. Ja, schwör's Beste, schwör's Beste. Es ist Eistee, der auch wirklich wie Tee schmeckt. Und es schmeckt geil. Also wirklich, ich schwöre, das schmeckt geil. Übrigens läuft bei Fana jetzt gerade auch ein Gewinnspiel. Da könnt ihr gratis ein Jahr lang Fana-Eistee gewinnen. Also Link in der Beschreibung. Let's go. Der starke Boss. Daddy, bist du stark? Was? Ich bin 20. Das ist perfekt für mein Mikrofon. Guck mal hier, dieses Loch. Ich kann das da so reinstecken. Also, wir haben hier einmal dieses Paket. Ich habe das ersteigert für, wie viel war das? Ich glaube, das waren um die 80 Euro oder so. Ein neuer Darm, was? Wieso soll ich einen Darm? Welcher Darm? FK Gaming, 2 Euro hat geschrieben. Ich hoffe, da ist eine Bombe drin. Losti, 3 Euro. Ich hoffe, da ist eine Bombe. Was wollt ihr von mir? Warum schreiben das zwei Leute? Wisst ihr, Sachen passieren. Und wenn Sachen passieren, dann muss man einfach denken, ja, passiert. Weil was soll man tun? Mit so einem Mindset habe ich es bis meinen 20 Jahren geschafft. Sonst hätte ich mein Leben schon bei 15 Jahren abgebrochen. Was kann hier drinne sein? Ein Schwert? So ein Sack. Das riecht gut. Das ist einfach eine Flöte, Alter. Eine japanische Flöte. Ihr müsst wissen, das ist eine japanische Flöte, keine gewöhnliche Flöte. Die ist japanisch. Ich weiß zwar nicht, wo das einen Unterschied macht, aber das ist eine japanische Flöte und damit haben immer die Samurais, damit haben die geflötet. Das Ding ist halt, ich kann nicht flöten. Und die ist benutzt. Da hat schon jemand angesabbert, aber das ist ja nicht schlimm, oder? Wenn das ein Japaner war, dann lutsch ich, okay. Oha, gut! War gut, oder nicht? Falsche Seite, ich muss andere Seite machen. Das geht gar nicht, die haben mir eine kaputte Flöte verkauft. Wie mache ich eine japanische Flöte? Man bläst ins mittlere Loch. Echt? Ist gut, ist echt gut. Ich schwöre, das ist gut. Ist das jetzt wirklich gut oder verarschte mich? Ist wirklich gut! Einfach der Naturtalent. Oha, als ob ich das so gut kann. War ich besser oder ist er besser als ich? And this is because larger flutes are often. Ich war besser. Finger holes offset. You're gonna want your middle finger to fall in between the bottom. Warum zeigt er mir jetzt den Mittelfinger? Was willst du mal? Ich box dich. Okay, der pustet rein und dann macht es Geräusche. Ja, dann sollte es ja eigentlich bei mir auch so funktionieren. Aber welches ist jetzt das richtige Loch? Wenn das nicht funktioniert, dann bin ich sauer. Die haben mich voll verarscht, Mann. Ich habe hier für 80 Euro bezahlt. Das Ding funktioniert nicht, Mann. Die haben mir einfach einen Bambusstamm gegeben mit zwei Löcher drin. Ist das ein Schlagstock oder wie? Das ist doch keine Flöte. So sieht das. Ich muss reinpfeifen. Okay. Wenn ich jetzt mir noch ein Tutorial anschaue und da ist ein Typ, der nicht solche zwei riesen Löcher in seiner Flöte hat, dann will ich nicht mehr. Yeah, you can see here, it has this. The shaved off thing. Ja, das habe ich ja nicht, Mann. You play the flute like this. Okay. Der will mich verarschen. Die Kappe? Mit Kappe? Das ist einfach nur ein Stück Plastik. Was soll ich hiermit? Hä? Profi, 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 Profi. Voll gut. War gut. War gut. Okay, die untere Lippe muss oben sein. Ich schwöre, das geht nicht, Mann. Die haben mir eine kaputte Flöte geschenkt. Soll ich eine Kante reinsägen? Aber dann werde ich die wahrscheinlich zerstören, oder nicht? Nee, Mann, dieser Mann, der bringt mir nichts bei. Oh, hier, Jürg zur Mühle. Der kann's bestimmt. Der zeigt mir jetzt, wie es geht. Wie schön das einfach ist. Jürgen, heirate mich, Jürgen. Ich schwöre. FK Gaming, 2 Euro. Probier mal das Tutorial. Hast du eins gefunden? Halt's Maul! Meinst du, ich bin dumm oder wie? Du musst stärker pusten. Kommt mir aber nicht so vor, dass der Jürgen da stark pustet. Nee, Mann, das Ding ist rigged. Das Ding ist kaputt. Da hat irgendein Japaner schon dran gesabbert und mit seinem ganzen Sabber die Flöte wahrscheinlich zerstört. Ignoriere mich nicht. Du musst es ein bisschen anbrennen lassen, wirklich?
Das ist Quatsch. Hä? Da kommen Geräusche raus, aber nicht das, was ich haben möchte. Wie geht das, Mann? Junge, wir sind hier schon jetzt 30 Minuten irgend so eine Flöte am Ausprobieren. Das ist absoluter Müll, Mann. Ich habe hier Müll geschickt bekommen. Es ist Bullshit. Was für Flöte, Mann? Japanische Flöte. Die Japaner wollen mich verarschen. Ich schaue nie wieder Animes, Mann. Eine Karotte. Hier ist es einfach eine Karotte, Mann. Zunge unter die Flöte geben. Echt? Kopfstück an die Lippen und forme deinen Ansatz. Blase einen gebündelten Luftstrom. Was für... Sind wir hier bei Avatar oder was? Okay, der... Nein. Hä? Warte mal. Wie in einer Flasche blasen, damit Ton kommt. Warte mal! Ha! Es hat einfach funktioniert! Ich schwöre auf alles! Der flötende Profi! Einmal der flötende Profi in den Chat! Bitte der flötende Profi! Das gibt mir Power und Stärke! Ab jetzt mache ich Konzert! Ich mache jetzt Konzert! Ich hab's wieder verlernt, Mann! Ich hab's verlernt! Nein, ich bin zu aufgeregt. Das ist wirklich gerade... So Musik machen live ist echt nicht so einfach. Du musst blasen wie die Lara. Wie bläst die Lara denn? Nee, meine Flöte ist halt anders. Die Flöte ist halt komplett anders. Guck mal, der hat da so... Ich habe einfach nur so einen Knopf hier drauf. Einfach Jim-Knopf. Und der hat da so einen schiefen Ansatz. Das ist anders. Das ist komplett anders. Bitte nicht ignorieren, das ist eine Ney-Flöte. Also keine japanische, sondern eine türkische Flöte. Hä? For real? Die haben mir einfach... Die haben mich verarscht. Sind wir hier die ganze Zeit jetzt japanische Flöte am Üben, obwohl es keine japanische Flöte ist? No way. Ich will mein Geld zurückhaben. Nee. Wenn das... Mein Gott, die haben einfach geschrieben, das ist eine japanische Flöte, das ist keine japanische Flöte. Wir sind die ganze Zeit Kurs am Machen für japanische Flöte, dabei... Ich will nicht... Halt doch, bitte! Ah, die haben mich mies gescammt hier. Wenn das wirklich eine Ney-Flöte ist und keine japanische Flöte, dann will ich einfach mein Geld zurückhaben. So, ich möchte euch in diesem Video zwei Flöten zeigen. Das sind zwei Neys. Junge, Brudi, tut mir leid, aber du laberst zu viel. Wir gehen zu dem hier, der hat keine Haare, der kann das bestimmt. You put it on the lips like this. Because the Ney doesn't come from the front. Okay, wenn das jetzt funktioniert, dann bin ich einfach der Profi. Da kann man nichts anderes zu sagen. Let's go! Let's go! Let's go! Ich hab euch gesagt, first try! Wir haben einfach die ganze Zeit die falsche Flöte geübt, Mann! Verdammte Scheiße, Alter! Was ist das für ein Müll, Mann? Zeitverschwendung! Noch einmal und dann bin ich der Profi, dann kann ich es. Okay, Ruhe, Konzentration. Scheiße, Mann! Das ist das erste Mal, dass ich Flöte spiele! Das ist übel stark! Das war übel stark, Mann! Was laberst du schlecht? Komm, bitte sei nicht so gemein! Der flötenspielende Profi! Wir haben es geschafft! Wir haben zwar unsere Zeit verschwendet, mit der japanischen Flöte zu lernen, aber letztendlich haben wir es mit der Ney-Flöte auch geschafft! Eigentlich sollte ich mich beschweren, weil die haben mir eine japanische Flöte verkauft. Hallo! Ja, Gläser, hallo. Ich hatte vor einigen Wochen bei Ihnen was bestellt, bei einer Auktion. Und ich habe da eine japanische Flöte ersteigert. Aber das ist keine japanische Flöte, stellt sich heraus. Das ist eine Ney-Flöte. Schwabi wird es von der Bahn erhalten mit der Bezeichnung. Ja, ja. Was ist jetzt, oder wo ist jetzt das Problem? Ich frage jetzt mal, was ich weiß, also ich kenne mich jetzt da nicht aus. Also, ja, wie gesagt, ich dachte, ich wollte eine japanische Flöte kaufen, aber das ist keine japanische Flöte. Ja, und jetzt? Wir gucken jetzt in diesem Paket rein. Also, das ist von FedEx. Wiegt ungefähr um die 5 oder 6 Kilo. Wenn ihr auch denkt, dass ich sehr gut flöten kann, dann lasst bitte ein Abo da. Bitte! Wer hier ist jetzt irgendwie was anderes drin? Genauso wie bei der Ney-Flöte. FedEx schickt mir Bomben. Nein, das ist ja illegal. Wenn hier eine Bombe drin ist, wäre das ja nicht kinderfreundlich. Jetzt gucken wir mal, was wir haben. Ein Laptop! Das ist ein Laptop! Das ist ein gebrauchter Laptop. Ich habe da eigentlich nur zum Spaß drauf geboten, um zu schauen,
ob ich den ersteigern kann. Der hat auch 80 Euro, glaube ich. Ach du Scheiße, der hat einfach so einen Knopf. Der hat einen Knopf, worauf man draufdrücken muss, damit er aufgeht. Das ist doch Billo. Wie ich soll den in die Luft jagen? Wie ich soll den anzünden? Was für anzünden, Mann? Ich werde hier nichts verbrennen. Das ist nicht kinderfreundlich. Ich werde hier gar nichts verbrennen. Wenn der angeht, einfach geschafft. Nö, der geht nicht an. Okay, wisst ihr was? Ich hole ein Aufladekabel. Ich hole ein Aufladekabel und wenn der angeht, dann haben wir alles geschafft. Vielleicht verlose ich den dann. Wäre cool, oder? Nein, der passt nicht. Ich war eben unten, hab Kabel geholt. Mein kleiner Bruder, 10-jähriger Bruder, sagt, dass ich die Flöte nicht spielen kann. Was willst du, Mann? Du bist 10 Jahre alt. Was willst du von mir? Du kannst gar nichts. Du kannst nicht mal schreiben oder lesen. Nein, Mann. Vorletzter Kabel. Wenn der letzte nicht geht, habe ich mies verkackt. Nee, Mann. Geht alles nicht. Ich habe jetzt einen Laptop, der nicht angeht. Perfekt. Anzünden? Anzünden? Jawohl. Nee, ich werde den Laptop nicht... Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ihr könnt entscheiden. Es ist eure Wahl. Es ist eure Wahl. Entweder ich zünde den an oder ich verlose den. Das ist euer Verlust. Ist nicht mein Verlust. Ihr anzünden, alle schreien mal anzünden. Ihr seid alle Satanisten, Mann. Ihr seid alle Satanisten. Ihr seid Nixgönner. Was für anzünden, Mann. Ist ein neuer Laptop. Oder was für anzünden, Alter. Ihr seid alle lost. Ihr seid alle verloren. Alter. Damit kann man noch jemandem eine Freude machen. Wenn man den anzündet, macht man damit niemandem eine Freude. Dann ist der am Brennen und das war's dann schon wieder. Okay, aber wenn ihr es so haben wollt, wisst ihr was? Es ist euer Verlust. Es ist euer Verlust und es juckt mich nicht. Alter. Sehr gespannt, ob es funktioniert. Aber der wird nicht kaputt brennen. Ich kann euch eins sagen, der wird nicht in Flammen aufgehen. Weil eigentlich würde ich nicht meine Bude abfackeln. Ist Plastik? Plastik brennt? Laber nicht, Plastik brennt. Holz brennt, Mann. Was laberst du? Nee, Mann, das geht nicht. Eigentlich ist das... Das ist brennbar. Das sollte eigentlich brennen. Naja, Pech gehabt, Alter. Ich werde nicht den ganzen Laptop anzünden. Also, ich zünd hier nicht einen Laptop an, wo eine Batterie und Elektronik drin ist. Dann werde ich übelst draufgehen. Was ich angezündet hätte, wäre nicht der Laptop, sondern... Jetzt kommt der Trick. Jetzt habe ich euch alle verarscht. Ich hätte nicht den Laptop angezündet, sondern die Flüssigkeit. Was wollt ihr jetzt tun? Ich weiß, ich bin der Faker, aber das juckt mich halt nicht. Guck mal, man kann auch den Tisch anzünden, da passiert nichts. Ich schwör's euch, das ist alles safe. Das brennt dann kurz und dann war's das auch schon wieder. Ich hab's euch gesagt! Ich bin der Pyroman, der Profi mit Feuer! Ich hab's euch einfach gesagt, dass es dann kurz brennt und dann... Pyroman einfach! Und wieder weg! Ey, aber mach das nicht zu Hause nach. Also, zerstöre den Tisch. Der Tisch ist schon kaputt. Ich weiß nicht, was du willst, dass ich da noch zerstöre, aber der ist schon im Eimer. Also eigentlich egal, was ihr tut, ihr müsst immer um Erlaubnis eure Eltern fragen. Also wenn die Nein sagen, dann müsst ihr es nicht tun. Also ich habe meine jetzt nicht gefragt, weil die Nein sagen würden. Das war's dann mit diesem Video. Das Video war ein purer Schmerz zu schneiden für meine Ohren und für meine Seele. Falls jemand das für mich übernehmen möchte, diesen Schmerz, dann schreibt mir bitte eine E-Mail und bewirbt euch bei mir als Cutter. Ja.